Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play COD 7 Überlebensmodus. Jo, wie ihr seht, wir sind im Kino der Toten und nicht im Dead Ops Modus. Was daran liegt, dass ich aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund Dead Ops nicht aufnehmen kann. Also da funktioniert Fraps irgendwie nicht, also zumindest nicht das Aufnehmen. Kein Plan warum, aber ist so. Aus diesem Grund gibt's erneut Kino der Toten und ich werde später natürlich auch wieder ins Pentagon gehen. Jetzt habe ich mich verklickt. So. Sonst noch irgendwo ein Zombie? Irgendwo müssten sie ja schon noch herkommen. Hier ist da noch einer. Und zack. Immer noch nicht die erste Welle besiegt. Da kommen doch am Anfang nur so wenig. Da müssen sie da hinten irgendwo noch sein, oder? Ja, tatsächlich. So, jetzt haben wir aber die erste Welle. Gut. Ja, wie gesagt, Dead Ops kann ich irgendwie nicht aufnehmen. Vielleicht ändert sich das noch. Vielleicht kriege ich es irgendwann doch hin. Was haben wir denn hier? Aha. Vielleicht kriege ich es irgendwann doch hin. Falls ja, kommt natürlich ein Let's Play zu dem Dead Ops Modus, also zu dem Überlebensmodus, wo man alles von oben spielt. Falls nicht, naja, dann wird es eben nur Pentagon und Kino der Toten geben. Was relativ schade ist, weil der Dead Ops Modus ist ja eigentlich auch relativ cool. Und da bin ich eigentlich auch ziemlich gut. Da bin ich besser wie hier, also da komme ich zumindest weiter. Das Beste, was ich bei dem anderen Modus da bisher erreicht hatte, war Level 13 und hier war es ja Level 8. Beziehungsweise Kino der Toten weiß ich gar nicht mehr. Was war denn mein Bestes im Kino der Toten? Keine Ahnung. Komm, den da schieße ich mal ab. Oh. Hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Zumindest nicht auf Anhieb. Dann schieße ich ihn hier halt ab. Das hat besser geklappt. Oder das hat sogar sehr gut geklappt. Zack. Boah, ich schieße nur daneben. Zu lange kein Black Ops mehr gezockt. Und jetzt würde ich mir dann auch die Waffe kaufen. Ich kaufe mir immer die Schrotflinte. Es wird zu mir zwar immer gesagt, ich soll mir nicht die Schrotflinte kaufen. Aber die Schrotflinte ist einfach die coolste Waffe, die man hier am Anfang bekommen kann. Deswegen nehme ich die Schrotflinte. So einfach ist das. Aber hier, da kann ich nichts reparieren. Und da sieht man schon, da sind die ersten. Oh, jetzt hat da sogar noch einer überlebt. Und zack, so. Oh, da habe ich was bekommen. Plus 2, Quatsch, mal 2. Was war das nochmal? Doppelter Schaden oder doppelte Punkte? Ah, doppelte Punkte, okay. Habe ich gerade gesehen, dass es doppelte Punkte war. So, und zack. Wurde auch noch daneben geschossen, ey. Da ist schon wieder dieser Teddybär. Ich weiß immer noch nicht, was mit dem Teddybär auf sich hat. Da hat zwar mal irgendeiner einen Kommentar dazu geschrieben, aber ich weiß nicht mehr, was das war. So. Kommt her, meine Zombies. Beziehungsweise meine sind sie eigentlich nicht, aber egal. So. Dann machen wir da unten mal gerade noch die Barriere fertig. Oder was heißt fertig? Also reparieren wir halt. Und ich würde sagen, nächste Runde gehen wir in den nächsten Raum, oder? Könnten wir ja eigentlich mal machen. Was habe ich hier jetzt bekommen? Maximale Munition, sehr schön. Wieso habe ich denn nicht getroffen? Was ist das denn? So, jetzt haben wir ihn aber. Boah. Da bin ich zu übereifrig auf ihn zugelaufen. So. 3000 Punkte haben wir schon. Nicht schlecht. Mal gucken, das können wir noch besser. Wo war nochmal der Raum? Quatsch, die Tür. Da hinten, da gehen wir auch durch. Und zack. So, jetzt haben wir ihn aber. Habe ich natürlich noch 2 Schuss gebraucht. Kommt hier sonst noch einer? Nee. Wo kommen denn die ersten? Da fehlen doch Bretter, das heißt, hier ist einer. So, ja, da war auch einer. Logisch, und da kommt auch schon gleich der nächste. Kommt von sonst noch irgendwo einer? Nee, momentan nicht. Jetzt, da sind sie aber. Und hier kommen auch schon die ersten. Sehr schön. Und ja, falls wir hier sehr unterlegen sind, dann gehen wir einfach in den nächsten Raum. Das sollte ja eigentlich funktionieren.
Kommt hier unten? Oh ja, doch, da kommen sie. Oh, von hier kommt auch einer. Das ist schlecht. Dann gehen wir hier hin. Und wieder die Treppe hier runter, falls das geht. Ja, das geht sogar. Aber zuerst noch die netten Kollegen hier oben. Oh, was haben wir denn da? Einen Totenkopf. Das ist doch das Ding, wo ich... Ja, sehr schön. Jetzt kann ich jeden mit einem einzelnen Schuss erledigen. Auch mit der Pistole. Das weiß ich aber auch nur, weil ihr mir das immer in den Kommentaren schreibt. Na super, die hat gar nichts gebracht jetzt. Die hat gar nichts gebracht, diese... ja, diese Atombombe da. Oder was auch immer es ist eben. So, nächster Raum. Wo geht's denn hier eigentlich weiter? Sie müssen erst den Strom einschalten. Ist ja gut. So, jetzt müssen wir wieder auf die Schrotflinte wechseln, aber die wird uns hier auch nicht mehr viel bringen. Wo geht's denn hier weiter? Ah, okay, hier. Die könnten wir eigentlich auch schon direkt holen, die Tür. Boah, ne, jetzt wird erst da gucken. Ah, ich muss schnell hier an die nächste Waffe. Shit, das war ja so klar, dass ich jetzt drauf gehe. Ah, da ist ein Totenkopf, sehr geil. Da ist ein Totenkopf. Kommt hier einer? Nee, das ist gut. Eiskalt den Totenkopf bekommen. Stirbt! Ihr Zombies! So. Und jetzt gehe ich mir ganz schnell noch so ein Wiederbelebungsding kaufen. Und danach gehen wir die nächste Tür. Also wir öffnen jetzt direkt hier die nächste Tür. Ich habe bisher noch gar keinen Fehler gemacht. Das ist, glaube ich, das erste Mal in meinem... Oh, scheiße, jetzt kommen die Hunde. Jetzt kommen die Hunde. Das ist zum ersten Mal in meinem Let's Play, in dem ich noch gar keinen Fehler gemacht habe. Ich mache ja normalerweise immer jede Menge Fehler. Och, bin ich doof. Scheiße, schnell Munition kaufen gehen. Ich habe natürlich mal wieder... Hier war das doch. Nee, das war nicht hier. Scheiße. Hier ist sie. Oh, knapp, knapp. Ja, toll. Jetzt maximale Munition. Ich Idiot hatte natürlich... Waren das nur die Hunde jetzt? Das waren nur die Hunde, okay. Wo geht's denn hier weiter? Da durch oder was? Nee. Da weiter. Ja, hier geht's weiter. Okay, wir sind in... bei Welle 7. Und stellen uns jetzt mal hier hin und... falls die Übermacht zu groß wird... und das wird sie, da bin ich mir eigentlich relativ... sicher. Was ist das? Was bringt denn der Hammer? Ach, der repariert alle Barrieren oder sowas. Kommen die noch von da oben? Hier kommt keiner. Ah, wieso hab ich Idiot? Ah, jetzt kommen sie hier. Wieso hab ich Idiot die Schrotflinte nicht noch genommen? Schnell auf! Das war eng. Und jetzt hier hoch. Wow, 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 wow. Das wird schön eng. Ich habe nur noch ein paar Kugeln. Na super, was soll ich denn jetzt machen? Wo ist die nächste Waffe? Hier muss doch irgendwo eine Waffe sein. Wo ist die Waffe? Hier geht's nicht durch, kacke. Aber ich habe ja noch einmal Wiederbelebung, sehr schön. Da habe ich sie geowned. Da hinten sind noch welche. Die schieß ich auch noch ab. Aber ich habe natürlich jetzt nichtsdestotrotz keine Munition mehr. Und zack. Noch gemessert. Wo ist denn... diese verdammt, die muss doch noch eine Waffe sein. Ich bin zum ersten Mal gerade in diesem Raum. Oh, shit. Alter, wo war denn hier die Waffe? Aber naja, sie haben 7 Runden überlebt. Das ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Das machen wir beim nächsten Mal nochmal besser. Also, bis dahin. Ciao.